Wie kann ein ganzer neuer Stadtteil mit 6.500 Wohneinheiten, 13.000 Menschen und Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen klimaneutral mit Strom, Wärme, Kälte und Mobilität versorgt werden? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus von Zahn von der Stadt Freiburg, Rolf Pfeiffer von dem Büro Endura Kommunal, Tima Braumandl von dem Büro Amstein und Walter und mit Markus Kraus von Transolar Energietechnik. Einfach clever. Der Podcast für die kommunale Energiewende. Herzlich willkommen zu unserem Webinar und Podcast zum Thema klimaneutraler Stadtteil Dietenbach. Mein Name ist Harald Schäffler. Ich bin Geschäftsführer des Ingenieurbüros Schäffler Synergy und fachlicher Leiter des Kongresses Energieautonome Kommunen. Dieses Webinar ist recht ungewöhnlich, denn Sie werden hier vier unterschiedliche Energiekonzepte kennenlernen können für den gleichen städtebaulichen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb hatte die Vorgabe, einen klimaneutralen Stadtteil zu realisieren, und dementsprechend haben alle Entwürfe, die Sie jetzt hören und kennenlernen werden, die gleiche Aufgabenstellung, aber sie unterscheiden sich doch deutlich von Ihrem Lösungsweg und von dem Ergebnis. Von daher wird das sicherlich sehr, sehr spannend sein. Aufgrund des großen Umfangs und der Länge dieses Webinars haben wir uns entschlossen, dieses Webinar in insgesamt 7 Teile aufzuteilen und hieraus auch entsprechend 7 Podcast-Folgen zu machen. In der ersten Folge, die Sie gerade hören, erläutere ich Ihnen die Motivation und den Ablauf für dieses Webinar und Podcast. In der zweiten Folge spreche ich mit Klaus von Zahn. Er ist Leiter des Umweltamtes der Stadt Freiburg über die Rolle des Klimaschutzes im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs. Im dritten Abschnitt erläutert Ihnen dann Rolf Pfeiffer von Endura Kommunal sein Energiekonzept zum Entwurf des Büros K9. Im vierten Abschnitt folgt dann Tina Braumandl. Sie arbeitet bei dem Ingenieurbüro Amstein Waltert AG in Zürich und erläutert ihr Energiekonzept zum Entwurf Heusoya Schäfer Architects. Und im fünften Abschnitt kommt dann Markus Kraus von Transolar Energietechnik aus München zu Wort, der sein Energiekonzept zum Entwurf von dem Büro Cityförster erläutert. Im sechsten Abschnitt erläutere ich dann unser Energiekonzept von Schaeffler Synergy für den städtebaulichen Entwurf des Büro Wessendorf aus Berlin. Zum Abschluss spreche ich dann in der 7. Folge nochmal mit Klaus von Zahn von der Stadt Freiburg über die Umsetzung. Für wen ist dieses Webinar geeignet? Zunächst mal natürlich für alle Kommunen. Nach den Plänen der Bundesregierung sollen ja ungefähr 1,5 Millionen neue Wohnungen bis 2021 entstehen. Das heißt, es wird in den nächsten Jahren sehr viele Neubaugebiete geben, neue Quartiere, Areale. Und für alle diese Bauaktivitäten stellt sich natürlich die Frage, wie die Energieversorgung organisiert wird und ob man bei diesen Projekten auch eben die Klimaneutralität von Beginn an mit planen kann und mit realisieren kann. Also von daher richtet sich das Webinar primär an alle Kommunen und dann in Verbindung damit natürlich an alle Projektentwickler, Bauträger, Architekten, Planer, die Berater, Banken, Versicherungen und Technologielieferanten, die dabei mitwirken bei solchen Bauprojekten und dann natürlich auch Stadtwerke und Energiedienstleister, die dann die entsprechenden Lösungen mit realisieren und begleiten natürlich Institute, Behörden, Verbände und Interessensgruppen, die solche Projekte und Prozesse mit begleiten. Zu Beginn möchte ich zunächst unsere Motivation und auch den Anlass kurz erläutern, warum wir dieses Webinar und diesen Podcast jetzt durchführen. Hat 2 Gründe. Zunächst mal den städtebaulichen Wettbewerb Freiburg-Dietenbach und dann der Kongress Energieautonome Kommunen. Zum ersten Punkt. Der neue Stadtteil Dietenbach in Freiburg ist in dem Sinn ein besonders spannendes Projekt, weil hier im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs von Beginn an die Klimaneutralität als ein wichtiges und wesentliches Ziel mit formuliert worden ist. Das heißt, die Stadt
hat von Beginn an gesagt, wir wollen nicht nur einen neuen Stadtteil bauen, sondern eben ihn auch klimaneutral mit Strom, Wärme und Mobilität versorgen. Und deswegen hat sie auch umfangreiche Vorarbeiten durchführen lassen, Energiekonzepte erstellen lassen, die dann in die Vorgaben für den städtebaulichen Wettbewerb eingeflossen sind. Und das ist sicherlich ein Verfahren, was für viele andere Kommunen jetzt interessant ist, wie man das konkret organisiert. Und darüber werde ich eben, wie gesagt, mit Herrn Klaus von Zahn vom Umweltschutzamt der Stadt Freiburg sprechen. Trotz dieser Vorgabe ist Dietenbach aber weiterhin in der Bevölkerung umstritten. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Neubau des neuen Stadtteils einsetzt. Und sie hat einen Bürgerentscheid mit initiiert, der jetzt am 24. Februar 2019 durchgeführt werden soll. Und unser Webinar soll auch ein Beitrag dazu sein, für diese Diskussion, für den Bürgerentscheid, da auch eine fachliche Grundlage zu liefern, sodass die Bürgerinnen und Bürger sich ein eigenes Bild machen können, wie denn Klimaneutralität konkret formuliert ist, wie dieses Ziel umgesetzt wird und was das ganz konkret bedeutet. Also dafür ist dieses Webinar geeignet oder dafür aus dieser Motivation heraus haben wir das Webinar jetzt initiiert, auch gemeinsam mit den drei anderen Kollegen und mit der Stadt Freiburg. Und der zweite Punkt ist der Kongress Energieautonome Kommunen. Der findet vom 7. bis 8. Februar 2019 statt, auch in Freiburg. Und hier haben wir auch den Programmschwerpunkt klimagerechte Stadtentwicklung gewählt. Und weil Dietenbach eben ein so exemplarisches Beispiel ist für die Stadtentwicklung und die Stadtplanung, gibt es auf dem Kongress auch ein Praxisforum mit allen 5 Parteien, also den 4 Büros und der Stadt Freiburg, genau zu dem Thema Freiburg-Dietenbach. Wie setzt man ein klimaneutrales Energiekonzept um? Dazu gibt es auch noch Vertiefungsworkshops mit Planungspartnern, also für alle die das konkret in der technischen Umsetzung dann erfahren wollen, wie man zum Beispiel ein kaltes Nahwärmenetz aussetzt und plant, welche Aspekte da dabei zu berücksichtigen sind. Da gibt es entsprechend hier dann die Informationen dazu. Bevor wir inhaltlich starten, möchte ich aber kurz noch erläutern, was ist unser Bezugsrahmen, wenn wir hier von Klimaneutralität sprechen. Das ist auch ein Punkt, was gerade in der Bürgerinitiative viel diskutiert wird und deswegen möchte ich hier auch nochmal deutlich machen, worüber wir hier sprechen können und worüber entsprechend nicht. Wenn man die Diskussion insgesamt anschaut, dann gibt es so 6 Ebenen, auf denen man Klimaneutralität von Wohnraum diskutieren kann. Die erste Ebene ist natürlich, braucht man überhaupt neuen Wohnraum? Hier wird angeführt, dass die kontinuierliche Steigerung des Wohnraumanspruchs pro Person, den man in den letzten Jahrzehnten beobachten kann, einfach so nicht mehr weitergehen kann, dass es nicht nachhaltig ist, ja, dass wir nicht einerseits klimaneutral als Gesellschaft werden wollen und gleichzeitig immer nur mehr Wohnraum und zwar pro Person in Anspruch nehmen. Der zweite Punkt ist, braucht man in Freiburg denn neuen Wohnraum? Ja, in den Schwarmstädten gibt es natürlich einen sehr hohen Wohnraumbedarf. Auf der anderen Seite gibt es viele Regionen, wo es sogar Leerstand gibt. Und dann ist hier natürlich auch die politische Frage, kann man nicht diese Regionen attraktiver machen und stärken, wo es eben schon Wohnraum gibt, anstatt den Zuzug in die Schwarmstädte weiter zu fördern oder vielleicht sogar dazu Marketing zu machen und das mit Anreizen zu geben. Das heißt, hier ist die Frage, müssen tatsächlich ein Zuzug, muss man einen Wohnraum schaffen für den Nettozuzug, für die Bilanz oder ist es nicht auch unter Klimagesichtspunkten viel sinnvoller, den Menschen in ihren Regionen, wo sie leben, dort eine Zukunft zu ermöglichen. Die dritte Frage oder dritte Ebene ist, wenn man sagt, es gibt aber in Freiburg auch zum Beispiel aufgrund der Geburtenrate, Freiburg ist eine recht junge Stadt mit viel Nachwuchs und vielen Familien,
Wenn man neuen Wohnraum braucht, wo soll er denn entstehen? Kann man nicht nachverdichten? Kann man aufstocken? Wie hoch ist da das Potenzial? Oder muss man da auf die grüne Wiese gehen und dort für Ackerflächen versiegeln? Also das ist im Wesentlichen dann natürlich eine Frage der Flächenversiegelung, der Flächennutzung, aber natürlich auch der stadtklimatischen Fragestellung, weil Nachverdichtung innerhalb der Stadt beeinträchtigt natürlich auch das Mikroklima dort vor Ort und wird gegebenenfalls auch Fläche in Anspruch genommen. Und dann natürlich eine Frage, wie dicht kann denn gebaut werden? Ja, müssen es Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser sein oder kann man nicht auf einen Geschosswohnungsbau gehen? Und gerade Dietenbach zeigt ja, dass man mit einer sehr hohen Dichte trotzdem hier eine Klimaneutralität erreichen kann, was möglicherweise bei anderen Bauformen oder anderen Formaten nicht so möglich ist, wie jetzt hier. Die vierte Ebene ist dann der Bauprozess selbst, der auch kritisiert wird. Man braucht graue Energie, zum Beispiel für Beton, natürlich für die ganzen Erdarbeiten. Gerade in Dietenbach muss der Boden aufgeschüttet werden, so um 2,5 Meter. Das heißt, da wird sehr viel Erde bewegt. Auch das erzeugt Energie und entsprechende CO2-Emissionen. Nicht erzeugt, also braucht Energie und erzeugt entsprechende CO2-Emissionen. Auch das kann man entsprechend bilanzieren und in Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Aber dann kommt die fünfte Ebene, nämlich wie der Wohnraum mit Energie versorgt werden soll. Nämlich mit Strom, Wärme und Kälte. Mit welchen Energietechnologien findet es statt? Nutzt man Erdgas? Nutzt man Umweltwärme, Sonnenstrom? Also mit welchen Technologien macht man diese Energieversorgung? Und dann gibt es noch eine ganz grundsätzlich zusätzliche Kritik, die sagt, ja, diese Fokussierung auf die erneuerbaren Energien ist eine Scheindiskussion oder ist eine Scheinlösung, denn die Menschen verbrauchen oder erzeugen mit ihrer Ernährungsart, mit ihrem Mobilitätsverhalten, mit ihrem Urlaubsverhalten und Kauf- und Konsumverhalten so viel mehr CO2, dass eigentlich diese erneuerbaren Energien gar nicht die Lösung für eine wirkliche Klimaneutralität für die Gesamtgesellschaft ausreichend ist, sondern es muss eigentlich das Konsumentenverhalten und vor allen Dingen das Mobilitätsverhalten und Ernährungsverhalten diskutiert werden. Ja. Also wenn man über Klimaneutralität spricht, gibt es auf jeden Fall diese sechs Ebenen. Wir wollen hier in diesem Webinar und in dieser Diskussion uns ausschließlich auf den fünften Punkt konzentrieren. Wohnungspolitische, mietpolitische Aspekte können und wollen wir hier in diesem Rahmen nicht diskutieren, sondern wir wollen uns hier ausschließlich auf die energetische Fragen Stellungen oder ausschließlich die energetischen Fragestellungen diskutieren. Zum Abschluss des ersten Teils sind es noch einige organisatorische Hinweise. Also insgesamt ist dieses Webinar und auch der Podcast in 7 Teile aufgeteilt. Das Webinar selbst ist abrufbar auf der ekademie.com. Die Internetadresse ist www.ekademie, wie Akademie, nur mit E geschrieben, also ekademie.com. Dort gibt es dann auch die Folien und die Links zu den städtebaulichen Entwürfen und zu den Energiekonzepten. Wenn Sie den Podcast hören oder hören möchten, den gibt es auch auf der Akademie unter dem Stichwort einfach clever. Und dieser Podcast ist auch abrufbar auf den Internetplattformen oder Podcast-Plattformen iTunes, Soundcloud und vielen anderen. Fragen, Anregungen und Kritik können Sie gerne an mich senden unter der E-Mail-Adresse kongress@synergy.de. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei sind, für Ihr Interesse und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Teil 2 zum Thema Klimaschutz im städtebaulichen Wettbewerb. Das war einfach clever, der Podcast für die kommunale Energiewende. Alle Infos und Downloads zu diesem Thema und viele weitere Folgen finden Sie auf ekademie.com. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann liken und abonnieren Sie ihn doch einfach. Dann werden Sie automatisch über jede neue Folge informiert. Und wenn Sie selber ein spannendes Projekt realisiert haben, worüber Sie berichten möchten oder eins kennen, dann schreiben Sie uns unter hallo@ekademie.com. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.